Wie viel Kraft braucht man eigentlich zum Anziehen eines Gewindes? Beziehungsweise zum Heben und Senken von Lasten in einer Gewindespindel? Das hängt von mehreren Faktoren ab. Betrachten wir dazu einen Bolzen, auf den wir einen Gewindegang setzen. Der Gewindegang steigt mit dem Steigungswinkel Alpha. Von der Mutter ist hier nur ein kleines Stück dargestellt. Beim Verspannen der Schraubenverbindung wird eine Längskraft F auf den Gewindegang ausgeübt. Dabei wird die Mutter mit der Umfangskraft Fu festgezogen oder gelöst. Wickelt man den Gewindegang ab, so erhält man eine schiefe Ebene. Der Steigungswinkel Alpha bleibt erhalten. Die Reibung zwischen Schrauben- und Muttergewinde wird durch den Reibkoeffizienten μ berücksichtigt. Damit Sie die so entstehende Vektorkette genau studieren können, habe ich Ihnen ein Applet geschrieben. Das finden Sie im Internet unter dem Link, den ich Ihnen auch in der Beschreibung unter diesem Video angegeben habe. Im Applet können Sie die Längskraft F mit dem ersten Schieberegler vergrößern oder verkleinern. Der Reibkoeffizient μ beschreibt das Verhältnis der Reibkraft zur Normalkraft. Der Tangens der beiden Katheten wird auch Reibwinkel ρ genannt. Den Reibkoeffizienten μ können Sie mit dem zweiten Schieberegler ändern. Die Steigung des Gewindes Alpha stellen Sie mit dem dritten Regler ein. Und schließlich legen Sie noch fest, ob die Last gehoben oder gesenkt, beziehungsweise die Schraubenverbindung angezogen oder gelöst werden soll. Und jetzt viel Spaß beim Ausprobieren.